Hallo Freunde, herzlich willkommen hier zu einer neuen Vorstellung Optum, Case Optum IHC CVX 300, beziehungsweise 300, was? Es ist sehr, sehr dubios geschrieben, muss ich gestehen. Es steht Optum Case IHC CVX 300 270. Modell ist von Marlin und wir haben da nur Leute, die mitgearbeitet haben. Wir haben hier, einen, der ja vielleicht jetzt absolut Pflicht wird, aber ob er das wird, das möchte man genauer anschauen, Freunde. Wir haben hier ein paar Geschichten, die wir hier aktivieren können. Wir können den zulassen, das sieht man, dass wir hier oben noch ein Kennzeichen haben. Wir haben hier Interactive Control, die haben wir beim ACP. Aha, okay, da kann man sogar noch umschalten. Das ist ziemlich geil, muss ich gestehen, wenn man hier Ladevolumen und so weiter sieht. Wir haben hier aber Anzeigen für Geschwindigkeit. Oh, sogar hier Engine Power, geil. Für Drehzahl, für Geschwindigkeit haben wir gesagt. Wir haben hier Frontkraftheber, wir haben hier Haube zum Öffnen. Wir haben hier Lenkrad zum Öffnen. Wow, da möchte ich kurz was gucken, Freunde. Okay, das bleibt sogar gespeichert, das finde ich gut. Natürlich aber auch die Türen, ja. Wir haben sonst nur hinten Fenster, was haben wir hier? Fahrersitz vor und zurück, je nachdem wie man gerne sitzen möchte. Das finde ich eine geile Funktion, habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Wir haben hier aber auch Lichter, Freunde. Die normalen, beziehungsweise dementsprechend Keypad 5, Keypad 6. Okay, wir haben auch Rundumlichter natürlich, Hupe. Und viele Funktionen, zum Beispiel Beifahrerskript, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Wir haben hier auch diverse gefederte Geschichten, Kabine und so weiter. Und ich finde den Sound echt gut, muss ich gestehen. Den hört man normalerweise nicht so knackig, also ich finde den echt gut gelungen. Was ich, wenn ich was bemerken dürfte, was mir gut gefällt, ist natürlich der Joystick. Wenn ich was bemerken dürfte, wäre das, und das wäre vielleicht gar nicht so fair, ich weiß gar nicht. Da haben wir einfach mal mit der Keypad 7 die Zusatzgewichte, das sind hinten entweder 900 Kilo oder 1800 Kilo, je nachdem wie schwer als man es gerne hätte. Und da ist mein Licht. Warum das oben gelb ist, das Licht, das verstehe ich nicht. Ganz beziehungsweise da unten gelb, weil angezeigt wird quasi weiß, weißes Licht. Aber gut, das ist minimal. Das ist vielleicht da gar nicht wirklich sinnvoll, das zu kritisieren. Ist aber keine Kritik, das ist mir noch aufgefallen. Ja, Arbeitslicht haben wir gezeigt. Mir persönlich gefällt die Optik, die Haube zum Beispiel, extremst gut. Schauen wir mal. Die haben wir, glaube ich, hier irgendwo öffnen können. Ja. Die gefällt mir persönlich ganz gut. Da gibt es nichts zu meckern, weil das ist eine blöde Spielerei, aber da kommt sie meistens auf die Details drauf an. Ich möchte nur mal ganz kurz testen, ob das funktioniert mit dem Beladen, ob man das im Inneren sieht, wie schwer als man beladen ist oder wird oder wurde. Das würde mich interessieren, zum Beispiel. Das ist was mich sehr interessiert. Deswegen fahren wir hier mal, versuchen wir hier mal drunter zu fahren. Das Richtige haben wir ausgewählt. So, versuchen wir hier zu beladen. Ah, da bin ich vielleicht nur ein Stück zu weit. So, Stopp vielleicht. Und hier sieht man es und das finde ich schon extremst geil, muss ich sagen. Das finde ich sehr, sehr geil, muss ich sogar sagen. Weil da sieht man wirklich, wenn man voll ist. Und da macht dieses In-Game-Display absolut Sinn. Also das ist schon was sehr, sehr Cooles, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir sehr. Also da bin ich ein absoluter Fan davon und das würde ich mir wünschen, wenn das jeder Traktor hätte, weil ich das persönlich sehr, sehr lässig finde, wenn man im Innenleben sieht, was hier los ist und was hier Sache ist. Finde ich, wie gesagt, also ist für mich absolut wichtig. Ja, sonst, Freunde, von den Fehlern her gibt es gar nichts zu meckern. Also absolut überhaupt gar nichts. Vom Bild her, auch überhaupt nichts. 300 PS, einziger der Kaufpreis, aber den kann man sich ja selber ändern. Der ist sicherlich so nicht gewollt. Bin immer ziemlich sicher, dass der so nicht gewollt ist, weil das einfach untypisch ist für einen Seat. Das ist einfach extrem untypisch. Die Farbe finde ich geil. Motorhaube ist sehr, sehr gut geworden.
da habe ich schon definitiv andere gesehen. Die gefällt mir schon sehr. Ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen. Zumindest wüsste ich nichts mehr zu sagen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der nächsten Mordvorstellung. Würde mich sehr freuen. Und dann sage Dankeschön nochmal und bis demnächst, Freunde. Tschüss.